Wetter ist. Oh, hi. Du siehst ein bisschen verloren aus, sollen wir dir mal den Campus zeigen? Bist du ein Ersti? Hm, aber gedacht. Dann fangen wir mal an. Da hinten findest du die Turnhallen und auch den Sportplatz für den Unisport. Das ist natürlich alles gerade auch nicht in Betrieb und benutzbar wegen Corona, aber wenn es irgendwann mal wieder stattfindet, dann sind da hinten die Turnhallen und der Sportplatz. Es gibt auch eine Fußballliga. Und einen Fußballplatz und eine Laufbahn. Ja. Und ein Basketballfeld. Und eigentlich alles, was ihr wollt. Egal welchen Sport. Außer Volleyball, weil der ist blöd. Und es gibt hier auch so schöne Karten, falls du dich mal verläufst. Ne? Da sind zum Beispiel wir, Uni Ost. Und da ist der Botanische Garten, wo wir jetzt nicht hingehen, weil das liegt nicht auf dem Weg. Falls ihr mal so verfaulte Eier habt, die ihr nicht loswerdet, da sind die Jura-Studenten, die hassen wir. Also sind direkt den Hass reingebracht, einfach Eier auf die werfen. Die haben ja auch direkt das neue HHU-Logo für sich gekauft und direkt einfach mal ein bisschen was gebaut. Info-Service-Point. Info-Punkt. Wir sind hier Info neu. Und Service. Also wenn du mal Fragen zu Veranstaltungen auf dem Campus hast oder Hausmeisterangelegenheiten oder die Fundgrube suchst oder irgendwas mit einem Schlüssel sein sollte, kannst du dich immer hier an den Service-Point melden. In Gebäude 26.11. Und ja, brauchen wir meistens. Und hier vorne haben wir den Eingang in die Bibliothek. Da ist auch das Ex Libris, da kann man sich, das ist so ein Café, kann man sich so Brötchen holen. Sogar mittags manchmal. Ja, Kaffee. Da ist das Ökonomikum, da sind die langweiligen BWLer, die BWL machen und langweilig sind. Da haben die einen ziemlich coolen Teich vor ihrem Gebäude, den könnt ihr auch gleich sehen. Wasservoll. Kommen wir zu unserem Gebäude. Du wolltest doch in die Fachschaft. Also in den Raum. In die Fachschaft kommst du nicht, weil hier sind da schon. Ja. Genau, wir kannst gehen du vergessen. Wir gehen trotzdem einmal hin. Aber ich glaube, wir müssen Masken tauschen. Genau, im Gebäude ist das Masken. Mit der Hartmann, dann kriegst du alle Informationen, die du brauchst. Oder falls du mal Hausarbeiten persönlich abgeben musst, hier findest du die ganzen Büros unserer Dozenten. Die meisten befinden sich im dritten Geschoss, genau, und ein paar auch hier im Erdgeschoss.
So, willkommen im dritten Stock. Hier hast du rechts und links super viele Räume. Echo! Echo! Sprechstunde ist leider nicht aktuell, wird noch erneuert. Da haben wir dieses Jahr so viel Zeit drin verbracht, also... Ja, ja. Deswegen solltest du uns auch für uns wählen. Wir können wieder Zeit drin bringen. Ja, der ist so schön da. Ich wünschte, wir könnten ihn euch zeigen. Aber, ich finde, wir können aber auch einen Raum weitergehen. Und hier, direkt neben der Fachschaft, sitzt normalerweise, hier sind die Öffnungszeiten, die habe man auch genannt, die gute Fee. Im Zweifel immer schön eine Mail schreiben. Ja. Also wenn Veranstaltungen mit SP-Saal ausgeschrieben sind, dann finden die dort in dem schönen Raum statt. Findet da noch was statt? Im Moment glaube ich nicht. Ach doch, Verteilungen glaube ich. Also hier kann man sich, hier guck mal, da steht schon die nächste Lebensmittelverteilung dran. Ah. Und zwar gerettete Lebensmittel, die sonst weggeschmissen werden, werden dann hier verteilt oder auch nicht mehr hier, sondern jetzt im Gebäude 2201. Genau, aber ansonsten fanden die immer hier statt, da konnte man sich dann Essen abholen. Ja, sollen wir mal rein, oder? Ja, wir gehen ganz kurz beim Assen vorbei. Ja, dann komm. Hier
Nein, ja, also hier sind die ganzen Hörsäle. Ja, also hier sind die ganzen neuen Hörsäle, die ein bisschen größer sind, mit Prima. Wenn man, das werdet ihr bei den Erstsemesterveranstaltungen jetzt nicht mehr sehen. Aber wir wurden da reingepfercht. Ja. Die Pferde. Damals. Pferde. Also die Welt noch. Und hier haben wir zum Beispiel auch so eine geile, ja, Imbiss, Cafeteria. Da so, ne? Hier gibt es auch immer warmes und kaltes Essen. Zum Beispiel Tortellini mit Gemüse. Und da drüben in dem anderen Gebäude. Geile Frikadelle. Oh, da gibt es die Veggie-Mente. Vegan und vegetarisch. Der Konrad-Henkel-Hörsaal ist einer der größten an der Uni und auch meines Erachtens nach einer der besten, weil es gibt hier Steckdosen. Obwohl es gibt hier vier. Es gibt vier Steckdosen in diesem ganzen Hörsaal. Das ist ja also nicht so gut organisiert. Aber genau, da ist der wichtige Gang, den man runtergehen sollte, wenn man zu den, ja, Megumi-Räumen möchte. Dann gehen wir doch jetzt mal zum Medien davor, was ja schon mal erwähnt worden ist, aber einfach. Zeigen wir euch mal den Weg dahin. Das kann nämlich auch sehr verwirrend sein. Fragen hast mit, keine Ahnung, Transkript oder generell, du möchtest ein Auslandssemester machen und
der Typ am Institut von uns ist nicht da. Oder du hast deine HHU-Karte verloren, bist umgezogen. Genau, dann solltest du hier hingehen zum Studierenden Service Center. Und da kannst du entweder einen Termin machen oder du kannst in die freie Sprechstunde da reingehen, musst dann so ein Ticket ziehen. Und die sind mega nett. Also das sind echt die nettesten Leute hier an der Uni. Also in meiner Erfahrung nach. Die helfen einem immer, sind freundlich. Und du kannst auch deinen Semesterbeitrag bezahlen, wenn du den nicht bezahlt hast. Ja. Auch mit EC-Karte. Aber hier links haben wir auch noch den Buchshop. Falls du mal ein Buch für einen Sprachkurs brauchst oder irgendwas, findest du das alles hier. Du kannst dir auch HHU-Merch kaufen. Ob man das will, ist die Frage. Gibt es aber alles hier. Dann gehen wir mal in den Kiosk. Der Betrieb hier eher mäßig und ja, damit der Kiosk nicht untergeht. Weil wir brauchen ihn nämlich noch. Ja. Sehr wichtig. Ich zisch mir immer ein Bier zwischen den Vorlesungen. Auf jeden Fall bleibt er uns jetzt erhalten, dank der tollen Spende. Ja, ein Prosit. Ein Prosit. Richtige Erzi-Woche. Wir trinken hier nichts mit Alkohol. So. Und jetzt geht's zur Mensa. Wir haben nämlich allein hier drei verschiedene. Das UNO, die Hauptmensa und Campus Vita. Beim UNO gibt's immer Snacks, die haben immer am längsten geöffnet. Die haben aber auch manchmal warme Sachen. Die Hauptmensa ist halt die Hauptmensa. Und bei Campus Vita gibt es alles italienische Küche, also richtig gute Pizza, Pasta, Viva Piano, genau, kann man sich das da alles echt gut zusammenstellen. Sie wird aber auch wegen der etwas höheren Preise BBLer Mensa genannt. Also eine Pizza kostet da schon mal 3 Euro, für Studenten ist das schon mal ein bisschen mehr. In der normalen Mensa kriegst du Grieche ab 1,20 oder 1,30, genau. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Da auch? Ja. Also? Okay. Ich kann dir mal zeigen, wie man die Karte auflädt. Oh ja, das ist... Die Bilder sind meistens nicht so lecker auf der Karte, aber die Sachen sind gar nicht so schlecht, muss man wirklich sagen. Da war ich falsch informiert. Okay, hat eh zu. Aber wenn du hier einmal durch die Scheibe guckst, dann siehst du nämlich auch, dass da auch immer die Gerichte ja, gezeigt werden. Also lass dich vom Bild nicht täuschen, die Gerichte sind meistens trotzdem ganz gut. Ja, und ich glaube, dann haben wir dir jetzt alles gezeigt, hat dir das so ein bisschen geholfen. Wir können auch was drauf zeigen. Du, ich muss jetzt mal abhauen, weil es hat schon echt lange gedauert mit dir. Und jetzt mal ganz ehrlich, du nervst auch mir. Hey, also ich hoffe, wir also haben ich habe unsere Erstis alle lieb. Gruppenumarmung! Corona! Corona.